Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über den ersten Brief Petrus, erstes Kapitel, weitersprechen. Und hier sind solche Worte. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und vor dem steht es, heilig in den Taten. Wenn wir sowas lesen, dann werden wir gleich aufmerksam. Wenn wir also in unserem Leben heilig sollen, also das heißt, so wie wir leben, Tag für Tag, das ist ganz wichtig vor Gott. Und das ist möglich. Und er schreibt weiter auch, wie es kommt eigentlich zu ungefärbter Bruderliebe. Und macht keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zu ungefärbter Bruderliebe. Und habt euch untereinander inbrünstig lieb, von reinem Herzen, als die wiedergeboren sind, nicht aus dem vergänglichen, sondern aus dem unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewig bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Aber das Herrnwort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt wird. Ja, er sagt, geht zu dieser Bruderliebe, ungefärbter Bruderliebe. Liebt einander von ganzem Herzen, von diesem sogar inbrünstigen Liebe, also ganz besondere Liebe. Aber vor dem ist ganz wichtiger Gedanke, macht keusch eure Seele im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist. Also was heißt es? Wenn wir also durch den Geist sind wir Gehorsam der Wahrheit. Was ist Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Der Weg und die Wahrheit, sagt er, bin ich. Und deswegen, wenn wir Jesus, also wirklich ihn haben in uns, wir haben ihn eingeladen in unser Herzen, er hat uns alle Sünden vergeben. Wenn wir lesen, wie er war, das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit kann ich in jeder Sache, jeden Tag nachlesen, nachhören, mich reindenken, was ist die Wahrheit. Und dann sagt er, macht keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist. Weil der Geist, der spricht zu uns, weil der Geist, der lehrt uns, dass wir wirklich wandeln in dieser Liebe. Und dann gibt es so diese Möglichkeit zu der ungefärbten Bruderliebe. Wirklich, wenn die Menschen einander lieben, es ist doch das Schönste, was es gibt. Und wenn man in der Liebe Gottes mit den Geschwistern ist, da kannst du wachsen, da bist du zu Hause, da ist etwas Besonderes. Und da ist auch diese Möglichkeit, noch einander inbrünstig zu lieben. Und er sagt eigentlich auch, denn ihr seid also wiedergeboren, nicht aus dem vergänglichen, sondern aus dem unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewig bleibt. Und das ist das Wichtige. Das ist so wie eine Hilfe für uns, dass wir das verstehen. Es kommt von einem unvergänglichen Samen, von einem Gottessamen. Und deswegen, wenn diese Same in dir aufgewachsen ist, wenn du wiedergeboren bist durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes, durch das Lebendige, dann hast du dieses Potenzial, auch nach dem Wort zu leben. Nach dem Wort auch so zu leben, dass du irgendwann kommst zu dem Punkt, du sagst, wirklich, Herr Jesus, ich kann lieben mit deiner Liebe, weil du in mir wohnst. Nur deswegen. Aber jeden Tag gibt es eine Möglichkeit, sich zu reinigen. Wie er sagt, macht keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit. Weil der Herr wird dir immer wieder sagen, was du noch ablegen sollst, wie du weiterhin leben sollst, dass er mit dir zufrieden ist. Und das Interessante, er sagt doch in dem letzten Wort hier, aber das Herrnwort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt wird. Interessant, er schreibt jetzt zu diesen Brüdern, zu diesen Menschen, die Fremdlinge sind, gekommen sind sie aus Pontus, Galatien, Kappadokien, dort wo Paulus gepredigt hat, dort wo diese Briefe geschrieben wurden von Paulus. Wir lesen heute auch noch diese ganzen Briefe und da sehen wir, wie viel Wahrheit da ist. Aber wenn man das liest, dann spricht auch der Heilige Geist, du musst das ablegen. Das passt nicht zu diesem Christentum, was du bist. Und dieser Heilige Geist, der redet zu dir und diesen Gehorsam der Wahrheit wirst du auch so rein, dass du kannst dann wirklich in ungefärbter Bruderliebe untereinander inbrünstig lieb haben aus reinem Herzen. Möge der Herr uns auch diese Gnade geben, dass wir hier also so leben, dass der Herr mit uns zufrieden ist. Dass wir können auch endlich also wirklich voll mit dieser Liebe sein. Denn dann ist jeder Mensch mit uns auch gern. Der Name des Herrn sei gepriesen, es ist möglich. Amen.